Hey Leute und willkommen zu einem neuen Spiel, zu einer kleinen Folge von Train Sim World zusammen mit dem guten Jan. Hi. Hi. Wir sind in seinem Studio hier in Berlin. Ich bin leider nur noch heute da, aber heute werden wir ganz viel aufnehmen. Und wir haben schon mal auf seinem Zweitkanal rechts und bei mir verlinkt Train Sim World live gestreamt. Und ich finde dieses Spiel echt cool. Die Grafik sieht nicht mal schlecht aus. Und an sich, ich finde das Spiel echt super, 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 super cool. Ihr könnt jetzt mal rechts oben beim i abstimmen, ob ich mir das Spiel auch holen soll oder nicht. Wir bringen jetzt einfach mal eine kleine Testfolge, damit ich sehe, wie euch das gefällt. Auch gerne mal eine Bewertung da lassen. Was? Ja, weil du noch nicht losgefahren bist, fragt er dich, ob du aufgeben willst. Also nein, naja, ich will noch nicht aufgeben. Ne? Wir werden jetzt eine kleine Testrunde machen. Ihr sagt eben, wie gesagt, wie euch das Spiel gefällt. Und je nachdem kaufe ich mir das dann auch oder nicht. Was muss ich hier drücken jetzt? Nichts musst du drücken. Geht das automatisch so? Nee, aber du kannst es von vorne machen. Ich kann es von vorne machen, habe ich gewusst. So, dann machen wir hier schön zu. Und hier auch. Ich kenne mich absolut nicht aus dort. Ich habe gar keinen Plan. Wir haben irgendwie PZB aus. Ja, und Siefer an. Wir haben an. Nur die Siefer an, aber wir spielen das hier Türen über einen Controller und da ist die Siefer hier unten und es ist alles verrückt, Leute. Also, ja, du bist aber auf jeden Fall hier an meiner Seite. Du kennst dich schon ein bisschen aus. Türen links öffnen. Musst du drücken, ja. Das war schon das Richtige. Perfekt. Was piepst da jetzt so? Wie ja, das sind die Türen, die aufgehen. Solange die piepen, sind die gerade so quasi in Bewegung. Okay. So, was ist hier? Leistungsbremse? Aber das musst du, das ist quasi RT, der untere ist beschleunigen, das ist wieder Leistung zurücknehmen und linke Seite ist das untere Bremsen. Okay. Und das. Aber ja, du kannst jetzt noch nicht fahren, weil du die Türen doch noch auf hast, oder? Ja, ich dachte, ich habe die jetzt zugemacht dadurch. Ja, was habe ich jetzt hier gedrückt? Du fährst übrigens gerade hier, ne, du musst darauf achten, dieser rote Ding da. Okay. Und ich bin echt auf die Siefer gespannt. Die meldet sich ja schon vorher an, aber da unten drauf zu drücken, also ich habe das bis jetzt Knopf dafür? Noch nie. Nee, auf dem Controller irgendwie nicht. Also ich habe das bis jetzt. Aber nee, das ja, ist du musst halt, nur wenn du halt da drüber bist. Ja. Ich habe das bis jetzt immer halt mit Maus und Tastatur gespielt und da ist halt. Oh Gott, nee, das wollte ich nicht. Ja, Leute, wir werden das auch, wenn ich es auf meinem Kanal mache, mit Tastatur und so spielen. Da ist das natürlich schon ein bisschen irgendwie angenehmer, weil man dann halt auf der Tastatur die Knöpfe hat und nicht alles quasi im Cockpit. Also es ist geil, dass man alles anklicken kann so. Und ich mache auch viel so Leistung und so, mache ich eigentlich alles so mit der Maus. Aber der Rest ist natürlich... Oh, das ist die Siefer. Das ist die Siefer? Ja, die ist anscheinend in dem Zug anders. du wirst schon deutlich langsamer. Ich glaube, die hat dir... Hat die mir schon reingedrückt? Ja, ich glaube schon. Ja. Aber ich habe die Bremse auch gezogen. So, wie komme, löse ich mich von der Siefer? Fährt jetzt einfach wieder los? Nee, du musst erstmal einmal die Leistung wieder zurücknehmen. Oh, das war der falsche Knopf. Hier ist das und zurücknehmen. Also Leute, ihr merkt schon, das ist alles sehr kompliziert. Und jetzt quasi wieder los. Ja. Hoffentlich. Oder auch nicht. Wahrscheinlich Hallo? Entlüftet. Also wahrscheinlich muss gerade erstmal irgendwie so der Druck oder so aus. Also der Druck! Ja, jetzt bist du wieder hier Leistung. Das ist so ein Kombi-Ding. Ne? Du bist, je weiter du nach hinten gehst, damit bremst du auch. Du bist gerade in der Notbremse drin. Ja, heißt, ich muss wieder... Kann ich jetzt Gas geben? Ich verstehe das nicht. Ey, geh mal her hier, du bist ja kein Profi. Ja, ich bin auch kein Profi, Leute. Und das Controller ist es eh so schwierig. So, jetzt haben wir hier 0. Ach, auf 0? Ich dachte, es geht zu ganz zurück. Okay, ja, das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, funktioniert jetzt bestimmt, oder? Ja, weil wir jetzt auf 0... Okay, in der Mitte ist auf 0. Ja, gibt das Sinn, weil da so ein Balken ist. Was ist dann hier in der Mitte? Ja, das ist auch eine Bremse. Ja, das ist klar. Keine Ahnung, was da in der Mitte ist. Naja. Ist egal. Aber du kannst quasi mit beidem bremsen. Du schaffst das schon, bin ich mir ganz sicher. Ja, ja, klar. Du musst übrigens schon in 700 Metern am Bahnhof halten und das. Ja, steht auch da. Direkt vor dir.
Und Sifa. Sifa. Ja. Das war, glaube ich, rechtzeitig diesmal. Ich hoffe's. Bin ich jetzt hier eigentlich auf 0 oder nicht? Nee. Jetzt ist es auf 0. Das ist, ja, doch sehr gewöhnungsbedürftig. Also auf dem Controller ist es wirklich schwierig. Aber wir wollen hier nicht extra alles umbauen, für dass wir es dann wieder auf der Tastatur spielen können. Weil wir gleich noch hier mit Controller FIFA und PES und so aufnehmen. Oh Gott. Fahren was wir ein Profi. Ja. Es ist 14.23 Uhr und 35 Sekunden. Du bist, naja, nur 4 Minuten zu spät. Ja, für 700 Meter ist das schon schwach. Ich krieg wieder eine Notbremsung eingedrückt, ne? Wieso das? Ja, ich hab nicht gebremst, ich hab grad Gas gegeben und er hat mich auf null Dingens gehauen. Muss ich jetzt die Türen entriegeln oder kann ich noch nach vorne fahren? Ja, Türen riegeln. Also du kannst auch noch weiter nach vorne fahren, aber musst du nicht. Ja, mach ich aber, weil ich stehe ja noch nur halb drauf. Ja, offensichtlich. Du bist hier auf den Zick gekommen. Du darfst den Zick nicht machen, weil das der Richtungswender ist. Okay, dann. Du warst gerade im neutralen Gang. Ja, hab ich nicht gewusst. Hallo, geht auf null. Brems! Sehr interessant. Ja, genau. Türen machen wir mal hier, ne, und so. Ja. Das sieht wirklich so aus wie so ein richtiger Profi hier, der das macht. Wie kann ich hier aus dem Fenster gucken? Keine Ahnung. Machen doch die Profis auch immer. Kann ich da runter? Komme ich da wieder hier hoch? Ja. Ui! Also habt ihr keinen Bock auf mich irgendwie so? Wir haben auch nicht vorne eingestellt, ne? Nee, ich glaube, das kann man bei dem Zug nicht. Echt? Bin ich sicher. Na gut, ne? Hallo? Hallo? So. Egal. Wenn da keiner Bock hat, dann können wir schon wieder. Nee, du musst doch hier da oben. Ach, da ist die Leiste. Ja, da ist eine Leiste. Hab ich gesehen. Gott halt, wie lang, Alter, das ist ja absolut verrückt. Leute, man merkt, was ich hier drauf habe und nicht. Das ist schon krass, ne? Das ist krass, ja. Was wäre, wenn ich vor der Leiste drauf drück? Kaputt. Nee, dann darfst halt nicht weiterfahren. Du musst halt was hier. Ist das jetzt wieder? Ist das Liefer? Nee. Nein, das ist die Tür. Liefer! Ich kenne mich absolut aus, okay. Gib Stoff, Junge. Jetzt brettern wir richtig los. 1,8 Kilometer. Bis wir in Markle, Kleeberg. Ah, hast jetzt schon 4 Minuten Verspätung. Ja, nee, jetzt drücken wir richtig aufs Gas. Da kenn ich nicht. Leute, ich fahre auch heute wieder mit dem Zug nach Hause. Das jetzt können wir durch die PZB gar nicht wissen, was für eine Zugklasse wir sind. Ja. Schade. Sehr, sehr schade. Das ist extrem schade, ja. Gott, ich hasse das. Ist auch echt unpraktisch, weil der Zugführer würde natürlich dann mit dem Fuß drauf treten und nicht so wie wir quasi mit der Hand so drauf patschen. Das ist natürlich scheiße. Drauf patschen? Ungünstig, würde ich sagen. Ja, wir fahren einfach 120, geht schon. Ne? Auch wenn ich da gleich bremsen muss, merke ich gerade. Gott, null. Ja, du musst, da kannst du halt auch bremsen damit, ne? Also wenn du da halt quasi hinter die Hälfte kommst, kannst du damit auch bremsen. Also quasi damit, oh, jetzt bist du in der Notbremse. Echt? Ja, steht doch da rechts. Ich bin nicht zu weit nach hinten gegangen. Ja. Ja, aber das ist perfekt, guck mal. Ich da einroll, schon der Wahnsinn, ne? Das ist der Wahnsinn, ja. Bin ich fast ein bisschen langsam. Mit mal Gummi hier. Scheiße. Ja, gut, ne? Ja, null und Gas, ne? Irgendwie so war das da. Ja. Null. Ist aber wahrscheinlich irgendwie wieder noch so Druck in den Bremsen. Jetzt, ja, es dauert noch ein bisschen. Also, Profi, würde ich sagen. Ja, das ist mein erstes Mal, oder?
Oh, das geht zu weit. Nee. Doch. Ja, noch aufs Gas. Guck mal. Oh. Gar nicht weit. Nee. Gott. Ich habe auch noch aufs Gas gedrückt, aus Versehen. Das ist das. Ja. Oh, Alter, das ist aber... Ja, gut. Das war tatsächlich knapp. Ziemlich knapp. Oh, da steigen sogar welche aus. Hat Spaß gemacht, ne? Wegen dir verpassen jetzt alle ihre Anbindung. Ey, da kommt gar niemand. Nix, ja, und alle anderen Züge müssen in dir warten. Ja, das ist mir egal. Fahr einfach mit offener Tür. Kann ich auch am Sitzen schließen. Krass. So, was haben wir hier jetzt eigentlich? Ich habe die Bremse immer noch drin. Können wir auch nach vorne. Fahren wir mit offenen Türen, ne? Ja. Würde ich machen. Das ist so ein Geheimtipp. Alter, von mir. Ich bin. Das Spiel macht mich fertig, macht mich das. Guck mal, ob da irgendwo was da so, wenn du gleich fährst, so was die PZB-Knöpfe sind. Also ich will zwar eigentlich einen anderen Zug in meiner Folge fahren, also schalte da rein. Ja. Das wird ja lustig. Das stimmt. Warum fahren wir jetzt nicht? Weiß nicht, ich muss nochmal zurück. Kannst du mal ganz gut sehen, ob der Motor was macht, wenn... Du hast ja links neben der kmh-Anzeige diese Ampere-Anzeige. So, guck, da gibt's gleich erstmal 700 Ampere beim Anfahren. Krass. PZB, hier sind die, guck. Oh. Wachsam und frei. Wachsam und frei, das ist wichtig. Der kleine, das ist dieser unwichtig. Der ist aber unwichtig. Der ist... Was ist das für ein Befehl? Was für ein Befehl, Lars? Oh, Leute, ich bin so konzentriert. Safe. Also das kriegt man eigentlich sogar noch schneller hin, als das mit der Siefer. Weißt du, dann kommt so ein Signal, plötzlich drückt die Siefer, dann musst du da noch hin und so, verpasst das Signal und weiß gar nicht, was muss ich jetzt drücken, ich drücke alles und... Du bist natürlich auch ein Profi, das wird man gleich sehen. Ja. Also ich versuche das mit Controller, wo man halt alles echt drücken muss, außer Bremse und Leistung. Versuche ich das halt gleich auch mit Controller in meiner Folge mit PZB dazu und das wird nichts. Doch, doch. Nee. Komm, Brems! Ich drück alle Knöpfe! Nein! Was ist das? Wir stehen. Perfekt. Kann man irgendwie in die Außenperspektive schalten? Ich weiß es nicht. Rollen wir jetzt rückwärts? Hallo? Nein, du hast doch die Bremse drin. Hallo? Die erste Tür ist, glaube ich... Ich gehe mal raus. Nichts mehr. Hallo? Ja, kann man schon machen. Hier und dann die Treppe. Geht schon. Ja, ich bin halt zu gut. Zu gut, ja. So, Abenteuerland hier, ja, so ein bisschen. Kann ich hier so auch hoch, ja, bestimmt. Ja. Wow. Alter. Wie ich da hochgejumpt bin. Wie ein junger Gott. Ja, die Leute haben schon Spaß bei mir. Weil in echt, Alter, stell mal vor, du hockst da so vorne und der fährt einfach an der Link vorbei. Das ist doch richtig dumm dann einfach. Was willst du denn dann machen? Nix. Ja. Also die Verspätung wird nicht weniger bis jetzt. Ja, ne, ja. Du musst aufholen. Zack, gib Stoff. Macht wieder nichts. Das ist gleich so Stoff gegeben. Oh, nein, so. Nee, du bremst ja auch. Ja, das habe ich jetzt gerade eben gemacht, aus Versehen. Du musst wieder Leistung wieder auf Null und dann wieder neu beginnen. Guck. Hatte ich ja vorhin. Du machst es zu früh immer. Ja, du hast doch gesagt, gib Stoff. Ja, du musst Stoff geben, wenn du Stoff geben darfst und kannst. Ja. Und da steht irgendwas mit Max kmh. Na, da rechts, weiter rechts. 160. Ja, dann haben wir so einen richtig krassen. 85er. 85 haben wir. Boah. Boah, wir uns auskennen, ey. Wir sind so Bahnprofis. Ja, absolut, Leute. Was ist das? Oh, Siva. Gott.
die SIFA ist in dem Zug noch nerviger als alles andere, quasi so. Gar nicht. Geht wieder richtig Stoff. Muss wieder anfangen mit Bremsen. Ja, nee. Ich mach erstmal SIFA. Also mich nicht nervt. Brems, Digga! Das schaffst du nie im Leben, du rollst hier schon vorbei. Schaffst du nicht mehr. Muss. Hast du das andere, hast du die zweite Bremse auch? Nee. Jetzt. Wenn ich nicht gesagt hätte, jetzt schaffst du es, aber nur weil ich es gesagt habe. Ja! Wahrscheinlich. Guck mal, ich bin schon wieder viel zu langsam. Ja, weil du immer in die Notbremse gehst. Ja, weil ich. Das ist ja auch unmöglich, das wirst du gleich sehen. Das ist unmöglich, das anders zu machen. Hier, Türen entriegeln. Gar keiner. Da gibt doch Stoff! Hier, aber vorwärts ist drin, also komm. Finde ich sehr gut. Ja, das ist wirklich, also die Notbremse, du kannst sie nicht umgehen. Das ist. Ich schaff das gleich. Also ich noch kein. Trotzdem drüber raus. Noch kein Bahnhof ohne nochmal anfahren geschafft. Notfall! Ja, perfekter Halt einfach. Halten. Bin ja schon ein bisschen stolz auf dich, ne? Echt? Wie du das schaffst. Ich auch. Aber nochmal auf Null. Lass mich hier nochmal ein bisschen zappeln. So, Leute. Ich hab keinen Bock mehr. Nur. Müssen wir fast 7 Minuten oder so. Nee, ne? Ja, doch. Das ist noch ein Halt? Klar, sind noch ganz viele Halte, Alter. Echt? Ja, wieso hast du gedacht, dass das der letzte ist? Weiß nicht, da standen doch nur 3 drauf auf der Liste. Was? Als ob. Ja, offensichtlich geht's weiter. Okay, Leute, nächster Halt, guck mal, wie perfekt ich gehalten habe. Ne, das scheint nicht raus. Nein, Spaß. Bleibt natürlich alles drin, das wisst ihr, Leute. Kann man sich eigentlich hier auch hinsetzen? Ja. Hä? Ja, okay. Ach, hey, du hast direkt in deiner Zugkabine quasi so die erste Klasse. Keiner fährt in der S-Bahn mit der ersten Klasse. In Berlin gibt es ja keine erste Klasse in der S-Bahn. Na, in Berlin so, gibt es allgemein keine erste Klasse. Weil Berlin nicht erste Klasse ist. Och. pass auf, hier machst du dich jetzt lösen und so. Und dann gibt es hier Stoff. Guck hier, Leipzig MDR. Ah, solltest du vor knapp 6 Minuten solltest du da sein. Echt? Nee, vor 5 Minuten solltest du da sein, aber. Na gut, ja. Oh. Sind wie das viel? 2,1 Kilometer? Ja, ne? Also du schaffst es, ich bin da echt total überzeugt von. Hoffentlich nicht mehr als 10 Minuten. 10 Minuten, dann ist quasi schon eigentlich die S-Bahn hinter dir da. Eigentlich. Ja. Das ist quasi so, als würde jetzt eine S-Bahn ausfallen. In also. Leipzig nicht, in Berlin ja, aber in Leipzig kommen die nicht so oft. Gott! Das schaffe ich niemals. War das noch rechtzeitig? Ich glaube, so wie die Leistung gerade fällt, nicht. Aber ich glaube, bei SIFA ist es einfach nur ein Leistungsverlust und nicht, dass der bremst. Ah, guck. Alter, was ist mal hier los? Ich muss bei meinem Mikro was ändern, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Wenn du so reinspielst, bist du viel lauter, das ist gar nicht gut. Cool.